Hallo Leute und willkommen zum 6. Spieltag. Und zwar geht es heute gegen das Team Crimson Sunrise von Suichomaru. Und sinngemäß habe ich ihn heute dabei. Hallöchen, na? Na? Sehr schön auf den ganzen Kanälen, die ich hier besuche jetzt dank der GPL. Das ist schön. Ja, ich habe einfach ganz dreist gefragt und er hat ja gesagt, zum Glück. Natürlich, immer gerne. Ja, und ich muss wirklich sagen, also auf diesen Spieltag habe ich mich schon länger gefreut. Einfach weil wir einfach das Matchup sehen und es war einfach super schwer, irgendwie ein Team zu bauen und da musst du mir, glaube ich, auch zustimmen. Lustigerweise, wollte ich gerade sagen, lustigerweise bei beiden, also ich weiß nicht, dass wir nehmen, also mein Analysevideo ist doch nicht online gekommen, das heißt, das kannst du noch nicht gesehen haben, aber zum Zeitpunkt, an dem ihr das hier seht, ist es schon online gekommen und da seht ihr auch, wie unglaublich viele Gedanken ich mir machen musste, weil immer irgendein Pokémon sonst hart eskaliert ist und das war ganz, ganz furchtbar. Also cool, aber auch furchtbar. Ja. Also bei mir war es halt genau dasselbe. Ich habe versucht, mich natürlich auf alles vorzubereiten, aber manche Sachen kommen halt kürzer. So wird das wie Brutalander eben, was ich eigentlich kaum berücksichtige. Ich meine, mir wurde auch in den Kommentaren gesagt, ich habe hier 5 Schwächen gegen Bodenattacken. Aber ich meine, seien wir mal ehrlich, du hast keinen richtigen Bodenstab und das einzige wirkliche Pokémon, das hier Erdbeben einsetzt, wäre eben dein Brutalander. Und für das habe ich eben mein Klavion, das ist mit der Schuke-Serie ausgestattet. Generell könnt ihr halt bei beiden Teambuilding-Videos vorbeischauen, also da haben wir uns hoffentlich auch Mühe gegeben. Ja. Ja. Und jetzt mit dem brandneuen Design, was ich extra ausprobiert habe, weil ich das bei dir gesehen habe. Okay, nice. Okay, also, wie war hier mein Gameplay überhaupt? Also, als ich dein Team zuerst gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott, das ist ja super langsam eigentlich. Also dein schnellstes Pokémon ist eigentlich Tyana. Das war eigentlich schon ein Indiz dafür, dass du eigentlich gescarftes Kaputore sein musst, weil ich dachte mir, du musst da irgendwie Speed haben. Ich meine, hätte ich zum Beispiel hier mein Despota gescarft, dann wärst du nicht schneller. Generell kann ich auch zum Beispiel mein Tentoxa so EV'en, dass es eben schneller als frohes Kaputore ist. Und das wäre natürlich super ungünstig für dich. Richtig, richtig. Das heißt, irgendwie, ich habe es schon in meinem Analysevideo gesagt, es läuft am Ende des Tages irgendwie fast immer auf Walscha Kaputore raus. Irgendwie, das ist fast schon Staple-Item in dem Format hier. Naja, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, denn wenn du schon mal Walscha Kaputore hast, kannst du eigentlich keinen anderen Scarfer haben. Ich meine, Scarf Tyana wäre auch denkbar gewesen, um irgendwie meinen Mega Gloria X zu checken, aber ich glaube, da gehst du einfach eher in die physische Defensive, das habe ich auch eher predicted. Und ich habe ehrlich gesagt auch mit einem Ramot gerechnet, das Fighter Ranking hat bei dem Team. Ja, generell das Problem, was ich bei dir hatte, wobei ich kann es ja in mein Analysevideo kam mir gestern, also es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, ich habe keinen Fighter Ranking. Weil das Problem, was ich gegen dein Team hatte, deswegen habe ich zum Beispiel auch Brutalander nicht mitgenommen. Ich meine, klar, in der Theorie, wenn ich Brutalander auf einen Drachentanz komme und Hochmut habe, dann könnte ich damit was zerstören. Aber guck mal dein Team an und sag mir, gegen welches Pokémon soll ich hier bitte setupen? Ja, so, ja, so, danke schön. Das ist einfach unmöglich einfach. Es gibt Flunschlick hast du jetzt dabei, gut, das würde gehen, aber toll, Donnerwelle, RIP, trägt alles kaputt oder so. Das stimmt. Glurak also, geht nicht, Klefki geht nicht, Tentoxa geht nicht, Despota geht nicht, Bispa geht nicht. Jetzt mal auch bei denen du nicht dabei hast. Manaphy würde auch nicht gehen, Militalis würde auch nicht gehen, weil wenn du da Walschall Icy zum Beispiel hättest, dann es geht einfach nicht. Ich komme nicht zu einem Setup. Das Problem hatte ich tatsächlich auch ähnlich bei Ramot. Da wäre es zwar potenziell leichter, aber ja, trotzdem nicht leicht, weil ich weiß nicht, gegen dich zu setupen ist einfach nicht möglich. Dafür hast du einfach zu viel Power. Ja, ja, das stimmt. Also ich habe auch in den Kommentaren ganz oft, also zu meinem Teambuilding habe ich einfach so viele Kommentare bekommen, dass ich gegen ein Scarf Brutalander oder gegen einen Brutalander mit Drachentanz verlieren würde. Aber es ist halt einfach nicht so einfach, weil ich es nicht setupen lassen würde. Also genau, ich könnte theoretisch auf allem Kraft derselbe Eis haben. Ich könnte auf allem Eisstrahl haben, zum Beispiel Despota könnte ich mit Eisstrahl haben. Ich könnte Tentoxa mit Eisstrahl haben. Und das musst du halt immer berücksichtigen. Richtig, ich meine, ich hätte natürlich die Kyoroa-Bäre spielen können, aber das reicht halt nicht, sage ich mal, um danach zu sweepen sozusagen. Ja, das stimmt eben. Also hättest du halt die Kyoroa-Bäre, hättest du keine Amrena-Bäre, um die Paralyse zu findern. Genau, und hätte ich vor allem eine Kyoroa-Bäre, das ist ja nicht so schwer, eine Kyoroa-Bäre. Na, ich meine, auf einem +1 ein Despota zum Beispiel dann zu Erdbeben reicht halt, glaube ich, ich würde mich wundern, wenn Erdbeben dann reicht von One-Hit, ich glaube nicht, oder? Je nachdem, wie du es spielst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Roll. Könnte eine Roll sein. Aber gut, ich hätte natürlich Durchbruch spielen können oder sowas. Aber nee, ist mir. Einigen wir uns darauf, die Pokémon, die ich dabei habe, waren einfach viel zu wichtig. Ja. Dass ich da Platz für Brutalander machen könnte.
Genauso habe ich auch argumentiert und genauso habe ich auch dein Team predicted. Also, das mit Setups ist immer so eine Sache. Also, es kann im Early Game wirklich viel machen, aber wenn es einem im Late Game da nichts wirklich irgendwie weitergeholfen hat, weil ich habe hier zum Beispiel mein Klavion gegen deinen Butalander, dann muss man wirklich abwägen, ob man nicht wirklich etwas anderes haben möchte. Genau. Das war ja auch generell so eine Sache. Ich habe halt gegen dein Team, ich habe super oft, mein eigentlicher Grundplan war, dich zu überpowern, weil du halt gerade so starke Pokémon hast, dass ich einfach mehr Power mitnehme. Ich habe jetzt zum Beispiel auch relativ oft das Init-Wesen vernachlässigt. Also ich spiele ein freches Caputoro, ein mäßiges Ramot hier. Es war potenziell auch zuerst ein mäßiges Turtok, aber ja. Das Problem war, den Plan habe ich deswegen verworfen, weil ich gemerkt habe, wenn ich halt voll offensive gehe, verliere ich halt gegen Glurak. Und das war halt immer das Problem, weil wenn du mit Glurak auf plus 1 gehst, habe ich fast verloren. Das war so mein Grundgedanke und das war halt scary. Deswegen musste ich, ich wollte Porygon eigentlich nicht mitnehmen tatsächlich. Deswegen aber Porygon halt zur Absicherung für halt diese voll krasse offensive Fähigkeit und Turtok auch mit einem kühnen Wesen. Zwar schon voll Spezialangriff, aber halt nicht mit einem mäßigen Wesen, einfach damit ich da auch ein bisschen mehr, wie nennt man das, ne? Bisschen mehr Absicherung, wenn ich es jetzt mal habe. Mhm. Also lustig, dass du von Überpowerung sprichst, denn genau das habe ich mir nämlich gedacht. Also ich habe hier ein Valband-Despotar, das weiß man auch, wenn man mal ein Team-Video gesehen hat. Und diese Kombination aus Bisbark, Despotar und Mega Glurak ist halt super heftig, also. Ja, da muss man, also was, da stirbt eigentlich fast alles, wenn die mal zum Angriff kommen. Mhm. So viel zu, von meiner Seite. Ich habe natürlich, du hast ja Speed Control, dazu kann ich vielleicht noch ein bisschen was sagen, weil mein Team recht langsam ist. Ich habe das gleich zweimal entgegengesetzt. Einmal den Bizarro-Raum auf Porygon, falls du Setups mit Glurak und den Rückenwind auf Ramot. Natürlich nicht beides gleichzeitig, das wäre dumm. Aber einfach so ein bisschen doppelte Absicherung, um da ein bisschen was machen zu können. Mhm. Hattest du schon mal so lang? Das sind einfach 9 Minuten jetzt. Ja, ich hab's gemerkt. Eigentlich nicht. Aber du hast gerade total von diesem Setup gesprochen und dann ist es mit mir einfach durchgegangen, weil ich habe halt so viele Kommentare gekriegt und ja, Ramot geht halt durch, wenn es auf plus 2 ist. Ja, dann muss man das halt verhindern. Ja, das ist halt, ich komme halt nicht auf plus 2, ist unmöglich. Ich komme wahrscheinlich nicht auf plus 1. Also, beziehungsweise das wäre zwar möglich, aber dann, das macht halt dann nicht so viel. Deswegen lieber Rückenwind. So, ohne weitere Umschweife, starten wir doch einfach das Match. Okay, wir haben in der Teamprüfung gesehen, ich habe mit Flunschlick geleadet und du hast mit Porygon 2 geleadet. Genau, die Sache war, der Lead für mich war schon unheimlich schwer. Porygon 2 fand ich einfach am sichersten an dieser Stelle, muss ich sagen. Damit bin ich auch einverstanden. Ich bin auch sehr froh damit, dass ich mit Flunschlick geleadet habe. Auch wenn wir jetzt eine grauenhafte 50-50 haben, denn es ist eigentlich gut für mich, wenn ich jetzt auf Toxin gehe, denn entweder du bleibst drin und ich bekomme wirklich das Toxin drauf, oder du gehst eben in Cyano und ich krieg das Toxin ab. Genau, die Sache war für mich auf jeden Fall, warum ich auch mit Porygon geleadet habe, so kann ich schon mal sehen, wie du investiert bist, nämlich offensichtlich spezialdefensiv, weil ich einen Angriffsboost bekommen habe. Ich dachte, mich greift trotzdem mal an, weil man kann jetzt sagen, warum lässt du dich toxinisieren? Das war doch obvious. Ja, aber ich habe da was in der Hinterhand, sag ich mal. Mhm. Also, er hätte jetzt auch gerade eben einfach in Cyano gehen können, aber es wäre halt viel zu risky gewesen, denn ich habe ja meinen Despotar. Und ich dachte mir so, mit Flunschlick habe ich eigentlich nichts zu verlieren, wenn ich damit leade, denn wir haben ja gesehen, du hast mit Porygon 2 geleadet. Und die Sache ist, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst mit Porygon 2 drin und ich gehe auf Despotar, oder du gehst mit Porygon 2 raus und ich gehe auf Despotar. Genau, und jetzt hier muss ich leider direkt mal sagen, es ist die zweite Runde und einfach der Giga-Missplay schlechthin, weil, ich meine, ihr habt mein Analysevideo gesehen, es ging fast eine halbe Stunde, ich habe so viel bedacht, ich habe eigentlich alles bedacht, dachte ich, aber jetzt sag mal, wie kann man denn vergessen, dass Despotar Verfolgung lernt? Wie doof kann man eigentlich sein? Ich habe mich so, in dem Moment, als das Despotar da stand, dachte ich mir so, meine Augen haben einfach so richtig geleuchtet, als ich gesehen habe, dass du rausgeswitcht bist. Ja, die Sache war Verfolgung, dachte ich mir schon, dass es jetzt kommt, deswegen heile ich doch mal das Toxin. Ja, und das war einfach super, super schlecht. Ja. Das ist Psyane tot. Und ja, genau, also Despotar bestraft jetzt alle Psycho-Pokémon, die nicht brav gewesen sind. Mit der Verfolgung. Ja, das war halt, ich habe da einfach überhaupt nicht dran gedacht, und das war richtig dumm. Es war so obvious im Nachhinein. Also, als es Despotar da stand, wusste ich, dass Psyana jetzt tot ist, aber irgendwie vorher habe ich das gar nicht in Erwägung gezogen. Richtig schlecht gespielt an der Stelle von mir, muss ich leider sagen. Naja, auf jeden Fall öffnet mir das den Weg, jetzt Hazards zu legen. Also, die Sache ist, du hast eben nur Mega Turtok als Spinner, du hast kein Defog dabei. Das bedeutet, wenn Mega Turtok spinnen möchte, dann muss es erstmal diesen ganzen Hazard-Damage bekommen.
Und genau. Das heißt, wenn ich jetzt einfach in mein Kleidern gehe, bekomme ich auf jeden Fall eine Lage Stachler raus. Denn du kannst mich nicht hitten. Genau, und die Sache ist halt, wie du schon gesagt hast, ich die Strategie war, mein Turtok muss fit bleiben für Glurak. Mhm. Und das heißt, ich kann halt nicht immer Hazard-Schaden fressen. Also ab und zu, es ist ein bisschen okay, vor allem wenn du noch keine Boost raus hast, aber ja, das ist halt, das ist ein Problem tatsächlich. Ja, und wir sehen auch gerade, also das ist kein Wahlband-Kaputore, das kann es nicht sein, denn das hat deutlich mehr gemacht. Genau. Es hätte mich auch wirklich fast in den Wahnsinn getrieben, darauf zu investieren, denn Wahlband-Kaputore ist einfach so stark, das hätte mich fast rausgenommen, wäre ich nicht so physisch defensiv gewesen. Ja. Aber zum Glück habe ich hier Stachler. Und du bist einfach in deinen Brock losgegangen, du kannst hier einfach die Tarnsteine legen, also relativ safe. Und deswegen dachte ich mir auch, ich gehe auch direkt raus, denn ich möchte eigentlich gar keine Tarnsteine draußen haben. Mich nerven sie nämlich auch so ein bisschen, einfach weil ich mega Glurak habe und das meine Win-Condition ist. Also ich habe es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall als Win-Condition gesehen. Ich muss eben so etwas wie Mega-Turtok ansprechen, ich muss deinen Brocklos ansprechen. Und ich hätte hier einfach in Tentoxa gehen können oder ich hätte auch in meinen Desmodan gehen können. Ich dachte mir so, das wäre die beste Gelegenheit, um hier Chip-Damage auf deinen Brocklos zu bekommen. Denn ich will es ja low haben. Und genau. Die Steinkante wird jetzt auch einiges machen, selbst wenn das Grasfeld draußen ist, solltest du nicht so healthy da wegkommen. Aber du zeigst mir hier den Kraftgloss, das heißt, du kannst mir rausnehmen. Was ich an dieser Stelle schon mal sehr schön fand, weil gerade der Sand aufgehört hat, das heißt, dein Bissbug ist auf jeden Fall schon mal deutlich entschärft worden damit. Weil das hat mir echt super viele Gedanken gemacht. Mhm. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass du vielleicht selbst den Kraftgloss hast, weil der ist tatsächlich eine Roll mit einem Wahlband. Aber ich hatte ja eh Robustheit, das heißt also, dass Despota, wenn du drin geblieben wärst, wäre zum Glück safe down gegangen und das war für mich jetzt schon mal wichtig, dass das weg ist. Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich wollte gerade auch auf Kraftkoloss eigentlich gehen, aber ich dachte mir so, Steinkante macht genau den gleichen Job und falls du rausswitchst, dann treffe ich irgendwas noch besser, zum Beispiel auch dein Kaputoro. Also ich gehe nicht davon aus, dass du es reingeswitcht hättest, aber für den Fall. So, und hier haben wir eben dieses Matchup. Ja, wieder ein Angriffsboost, also man sieht schon, war das eigentlich Absicht oder ist es jetzt einfach Zufall, dass ich da immer genau nicht den Spätzangriffboost bekomme? Also es war insgesamt nicht Absicht, aber mir ist es auch aufgefallen und ich fand es eigentlich ganz nett. Ja. Also Tetoxa hat ja von Natur aus auch mehr Spezialdefense, deswegen muss ich auch nichts machen eigentlich. Blend Putoxa übrigens, möchte ich nochmal im Video hier erwähnen, ist ein godlike Name nach letzter Woche. Ja, danke Tabasco an dich. Also, wir sehen auch hier, ich gehe auf den Säurespeicher, ich habe also jetzt gezeigt, dass ich das im Set habe und du bist, glaube ich, auf Triplett gegangen. Genau, ich gehe auf die Triplette, ich habe leider keinen Donner, bis dabei dachte mir, okay, mal gucken, wie viel Schaden ich mache, einfach mal, weil ich kann mich mit Porygon easy hochrennen. Jetzt sag mir, what are the chances? Ja, du hast mich einfach angefroren und das war einfach ein verflixter Moment für mich, denn ich brauche den Doxa für deinen Ramon, ich brauche es für deinen Turtok und du kannst hier einfach safe in dein Kaputoro switchen, es sei denn, ich habe das Siedewasser, aber wer mein Tibeling-Video gesehen hat, ich habe kein Siedewasser. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte richtig Angst, das war für mich, ich dachte ja eigentlich safe, dass jetzt Siedewasser kommt, aber ich muss sagen, Gott sei Dank taust du First Turn direkt auf, weil ich hasse Freezes, das ist einfach ekelhaft. Das heißt, hat zum Glück nichts verändert. Ja, zum Glück. Aber ich war auch super froh zu sehen, dass du hier nicht Siedewasser hast, weil ich meine, mir war klar, dass ich das jetzt riskiere, dass Kaputoro verbrannt wird, aber ich hatte halt an sich keine Wahl, als das zu riskieren, weil ich kann damit halt deinen Tentoxa rauspressuren, weil auf der Range sollte es eigentlich ausreichen, Holzhammer. Auf jeden Fall. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich einfach nochmal auf Säurespeil gehe und dann wäre Kaputoro auf jeden Fall super low gewesen. Mhm. Aber ich habe es nicht getan und so langsam bereue ich das, aber es ist egal, Hydropumpe hätte auch einen super Job gemacht, also wir haben gesehen, es hat über 30% gemacht. Genau. Und ja. Hier kommt jetzt direkt der nächste Gamble für mich, weil jetzt habe ich überlegt, gehst du auf Donnerwelle oder nochmal Stachler? Ich bin drin geblieben, so viel kann ich schon mal sagen und greife an, weil ich wollte das Klefki schon mal raus haben. Und selbst wenn du auf Donnerwelle gehst, mit einem Rückenwind, wäre das halt nicht so schlimm. Hätte ich halt nur, die Parahex hätten dann halt genervt, sag ich mal. Aber so die Init-Senkung wäre halt nicht so dramatisch gewesen, weil ich dann mit einem Rückenwind und Walschall trotzdem noch alles outspeeden sollte. Und mein Gedanke mal mit der zweiten Lage Stachler war jetzt einfach, Porygon 2 ist eklig. Ja, das war einfach mein Gedankengang. Ich wollte es so low wie möglich haben. Und ich meine, Mega Turtok hätte da auch ein bisschen mehr Stachler Schaden gefressen und das hätte ich sehr appreciated, gerade für Mega Glurak. Denn ja. Ich habe ja keinen Donnerschlag drauf, leider.
vor dem ich richtig viel Angst hatte in der Team-Preview. Ja. Naja, also das war eigentlich so mein Switch-In für dein Kaputo gewesen. Jetzt kommt mal ein anderer Switch-In und zwar ist das Mega-Glurak. Und die Sache ist, ich kann hier einfach safe auf Flammenblitz gehen. Muss ich auch, ehrlich gesagt. Denn wärst du nicht gescarft und wärst du jetzt auf Steinkante gegangen, dann hätte das super viel Schaden gemacht und das wäre einfach blöd für mich gewesen. Also gerade weil dein Pulgen 2 noch so voll ist und sein Mega-Turtong noch so voll ist. Genau, ich schicke jetzt hier auch Porygon 2 rein, weil ich habe tatsächlich im Nachhinein gemerkt, eigentlich Porygon 2 ist, was ich am ehesten noch abwerfen kann. Und deswegen war meine Strategie jetzt hier mal wieder ein Gamble. Ob du jetzt gleich auf Drachentanz gehst und mich Setup fordern möchtest oder halt, ob du mich einfach rausnimmst. Also Worst Case wäre, wenn ich jetzt halt raus switche und du dann entsprechend hier Setups. Deswegen dachte ich mir, ich gehe auf den Bizarro-Raum, weil damit bin ich eigentlich am safesten. Wenn du mich rausnimmst, wäre schade, wäre aber nicht so schlimm, sage ich mal, weil ich halt doch Turtok habe. Also ich habe halt für Worst Case einfach damit gerechnet und Flammenblitz sollte dich auf jeden Fall jetzt rausnehmen und ich bin richtig glücklich darüber, dass Porygon 2 jetzt weg ist. ja, das was ich auch super cool finde, ist, dass das Grasfeld mich jetzt auch fast wieder voll geheilt hat. Also. Ja, das war so ein... Oh Gott, ey, das im Nachhinein zu sehen, das war... Also, mir war das nicht, das ist natürlich klar, dass das so ist, aber es wäre mir lieber gewesen, wenn das nicht passiert wäre, sage ich mal. Aber du bist trotzdem genug gechippt, weil der Damage, den du hast, reicht tatsächlich aus, dass du in Drachenpuls-Rage bist. Ja, also zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, dass du volles Spezialangriffsinvestment hast. Ich habe einfach gedacht, du wärst einfach nur voll physisch defensiv und ich könnte dich nicht rausnehmen. Aber du würdest mir total viel Schaden machen und dann hätte ich keine Win-Condition mehr. Genau. Und ich dachte mir so, du gehst jetzt, wenn du Drachenpuls hast, sowieso auf Drachenpuls, ist. Ergibt einfach keinen Sinn. Das Problem ist halt, wenn du jetzt Glurak verloren hättest, wäre es aus für dich gewesen, weil Kaputoro macht dann halt den Rest. Dann ja, müsste ich richtig. Halt nur noch auf Holzhammer drücken und dann wär's aus. Richtig. Und genau deswegen habe ich es mir auch aufbehalten. Du gehst hier auf den Drachenpuls, das sollte einiges an Schaden machen durch die Fähigkeit. Aber zum Glück leben wir das sogar noch relativ gut und bekommen noch ein paar Hits mit Leben-Orb raus. Und die Sache ist, dass du hier ja rausgeswitcht bist, hat mir eigentlich schon gesagt, dass du langsamer bist, also nicht voll in Initiative investiert und dass du eher defensiv ausgelegt bist. Und ich dachte mir so, ich gehe einfach mal auf Rückkehr. Wir sehen auch gerade, du bist Brokkolos ohne Sandsturm. Das habe ich auch genauso predicted, denn du willst mir ja nicht den Sandsturm geben, das wäre irgendwie ziemlich blöd für dich. Richtig, wenn ich dir jetzt den Sandsturm geben hätte, hätte Bisquark einfach aufräumen können hier und das wollte ich nicht. Deswegen, ich sack jetzt hier meinen Brokkolos. Ich hätte zwar super gerne natürlich nochmal die Tarnsteine rausbekommen, aber ich sag mal so, kann ich noch verschmerzen, weil ich halt vor allen Dingen immer noch Rückenwind habe und immer noch Dingens Turtok, genau. Ja, genau. Turtok habe. Gut, Turtok quasi meine. Das ist total episch eigentlich, dass deine Win Condition Glurak ist und meine Turtok. Ja, das stimmt. Ja, das ist so der Kampf Rot gegen Blau, ne? Genau, richtig, richtig retro einfach. So, jetzt hier kommt auch mein Ramot rein. Ich bin weiß, dass ich halt ohne Sand auf jeden Fall schneller bin und kann. Hey, Ramot kriegt einen Kill. Ja, hier mache ich eigentlich ein Missplay. Ich hätte eigentlich direkt in meinen Tentoxa gehen können und da hätte es eigentlich keinen Kill gemacht, aber ich habe mich dazu entschieden, meinen Bisbug zu opfern, weil ich dachte, wenn du hier Setup bekommst, dann habe ich vielleicht Probleme, wenn noch irgendwas Blödes passiert, so ein Crit oder sowas. Und also wie gesagt, ich hätte es eigentlich saven müssen. Du gehst hier auf die Psychonese, das hat mich auch überrascht. Also ich habe mir gar nicht gedacht, dass es das kann. Ja, das Problem ist, ich habe ja in meinem Teambuilding-Video habe ich überlegt, ob ich die, also ich habe einen Z-Kristall auf diesem Ramot, so viel kann ich schon mal sagen, ob ich die Z-Käfer-Attacke nehme oder die Z-Psycho-Attacke. Das war halt für mich so ein Struggle. Ich habe dann leider nicht die Z-Psychokinese gehabt, wenn ich es mir in dem Moment tatsächlich gewünscht hätte, weil das hätte dich dann rausgenommen. Ja, wir haben gerade gesehen, es hat 78 KB gemacht und jetzt macht es wieder 78. Einfach wieder 78, einfach exakt die gleiche Roll, die ich da leider nicht die gute getroffen habe. Aber dafür, übrigens, ich muss an dieser Stelle sagen, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, bin ich der Einzige, der ironisch findet, dass das Blend Putoxa nicht trifft? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, das ist so traurig. Denn die Sache ist, dadurch, dass ich nicht getroffen habe, ist dein Ramot nicht draußen und du hast jetzt den Rückenwind rausbekommen. Genau, und jetzt bist du sehr unter Druck gesetzt. Ja, hättest du vorher den Rückenwind aufgesetzt und hättest du nicht Psychonese in den Zug eingesetzt, hätte ich Hydroponum getroffen, wäre dann Ramot weg. Und Turtok hätte mich nicht gekillt. Das Problem wäre halt gewesen, ich habe überlegt, ob ich vorher den Rückenwind schon aufsetze. Das Problem ist, da dein Tentoxa noch so fit war, hätten wir das tatsächlich nichts gebracht an dieser Stelle. Richtig, richtig. Denn dann hättest du hundertprozentig dein Kaputoro reinholen müssen auf den Rückenwind.
Denn, genau. Wie gesagt, Mega Turtok hätte mich nicht gekillt und ich hätte Gigasaur gemacht und dann wäre es irgendwann in Range von der Drachenklaue von meinem Mega Glurak gewesen. Genau, deswegen und konnte ich jetzt aber auf Turtok gehen. Und hier, nach meinem großen Missplay am Anfang mit Psyana, muss man leider sagen, war das wahrscheinlich einer von dir hier. Ja, also das hätte ich auf keinen Fall machen sollen. Ich weiß nicht, dieser Rückenwind hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich dachte, du hast hier noch Hydro-Probleme im Set und dann killst du mich einfach und dann ist es total aus. Und dann muss ich darauf hoffen, dass mein Mega Glurak einen Drachenpuls tankt. Und genau, das, so ich dachte mir halt, du kannst den Rückenwind ausstallen, aber jetzt wird's kritisch, sag ich mal. Mhm. Also ich gehe hier dann auch nochmal in Tentoxa, um den Rückenwind auszustallen, wobei das im Endeffekt eigentlich nutzlos gewesen ist. Ich habe mich nur mit den Routen verrechnet, eigentlich gleich in Mega Glurak gehen sollen und dann hätte ich vielleicht noch eine bessere Differenz gehabt, hätte ich das gelebt. Die Sache ist, ich habe halt sehr, sehr viel Spezialdefensive und du hast natürlich den Drachenpuls, der wird natürlich auch von der Fähigkeit verstärkt und ich wusste halt nicht, dass du volles Spezialangriffsinvestment hast. Aber ich habe halt wirklich einiges an KP, ich habe einiges an Spezialdefensive und ich muss halt hier an der Stelle wirklich darauf hoffen, dass ich mit Drachentanz durchkomme. Denn ansonsten hast du halt dein gescarftes Kaputor und kannst mich da mit Steinkante rausnehmen. Genau, beziehungsweise falls Drachenpuls nicht ausreichen sollte, aus welchem Grund auch immer, dass ich dann dich nicht so generell einfach ausbiete. Aber ich habe es in meinem Analyse, wie gesagt, ist tatsächlich, mit einem recht defensiven Glurak-Investment, das ist halt einfach, da sieht man einfach, was für eine Power Turtok hat, weil es macht halt einfach trotzdem, ich glaube, mindestens so 92% oder so. Ja, ich war aber noch über 90%, glaube ich. Und das ist jetzt vollkommen egal, denn das war ein Crit. Ja, wobei, wie gesagt, ich glaube, der war nicht wichtig. Die ja, ich glaube war eher schlimmer. Die Hydro-Pumpe war viel schlimmer. Aber ich muss trotzdem an dieser Stelle sagen, es tut mir leid, es ist einfach Karma, dass es Tentoxa war. Ja, das stimmt aber. Oh mein Gott, Tentoxa. Viele Grüße an Tabasco letzte Woche. Der Tentoxa dachte sich so einfach, das war ganz nice, das gucke ich mir mal ab. Oh mein Gott, das war so schlimm für mich, ne? Ich meine, ich muss aber auch sagen, als Spieler war das für mich natürlich super ärgerlich. Aber als YouTuber bin ich froh, dass ich ein hervorragendes Match hatte. Also ich kann mich nicht beklagen. Also ich muss sagen, ab dem Punkt, als ich mit Bisbug gegen den Ramot drin war, war ich nicht mehr zufrieden. Also ich hätte Bisbug eigentlich nochmal sichern sollen, denn da hätte ich auch mehr zum Opfern gehabt für deinen Rückenwind. Mhm. Und ich denke, du bist auch relativ zufrieden, nachdem du deinen Psyana verloren hast. Also danach hast du es gut gespielt. Also nachdem ich nach der zweiten Runde, weil das war so offensichtlich einfach, das mit Verfolgung und so, und ich bin da einfach direkt in deine Arme gelaufen. Und dann konntest du halt einfach, ich meine, ist ja egal, was ich gemacht hätte, Psyana wäre ja tot gewesen. Und das war, ich war so unzufrieden im Moment, vor allen Dingen, es war die zweite Runde und ich dachte mir so, verdammt, das war so ein riesen Missplay einfach. Aber ich bin danach, also gerade so in den Endturns bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie es lief, muss ich sagen. Denke ich, war auf jeden Fall ein sehr spannender, sehenswerter Kampf, überwiegend hexfrei, also Triplette Freeze, lol, sage ich dazu. Ja, das war ja halt komplett egal, zum Glück. Aber zum Glück wurde direkt wieder aufgetaucht. Das Einzige, was halt eigentlich ein bisschen dumm war, war die Hydro-Pumpe. Naja, aber was heißt ein bisschen? Ich glaube, ich hatte sogar relativ sicher gewonnen. Ja, da wäre es auf jeden Fall, dann hätte ich mir überlegen müssen, was ich da mache vor allem. Wäre wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, Caputoro hätte ich machen müssen, dann hättest du irgendwas opfern können, dann wäre halt Glurak gekommen, ich hätte switchen müssen. Ja, wäre nicht so schön gewesen. Ja, ich glaube, dann hätte auch Drachenklaue nach den ganzen Stachlern auch auf Megaturtok ausgereicht. Also ich wäre dann plus 1 gewesen. Ja. Weil ich hätte halt irgendwie reagieren müssen. Ich hätte natürlich auch direkt Turtok reinschicken müssen für Tentoxa. Das hätte ich da downchippen können mit Drachenpuls, aber dann wäre es halt fast down gewesen. Dann hätte ich ja mit Caputoro auf Steinkante gehen müssen. Das hätte halt wieder Dingens Stunfisk keinen Schaden gemacht. Mhm. Ja, das wäre eklig geworden. Ja, also es war auf jeden Fall super interessant. Also ich hätte es sehr wahrscheinlich gewonnen, hätten wir einfach Hydro-Pumpe getroffen, aber selbst nachdem ich die Hydro-Pumpe gemisst habe, hätte ich eigentlich sogar noch gewinnen können. Aber ich habe halt einfach meinen Flunschling nochmal gesackt, also das war so eine echt dumme Stelle, aber ich meine, ich dachte einfach, du hättest Hydro-Pumpe und da musste ich irgendwie drauf hoffen, dass die daneben geht oder du dann in dem Zug auf Finsterauge gehst oder sowas und ich das dann super wegstecke. Ja, aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr schöner Kampf, hat viel Spaß gemacht und ich sag mal, ich weiß jetzt noch nicht, wie die anderen alle gespielt haben, aber es wird kuschelig da oben bei uns. Ja, das stimmt. In der Tabelle. Wobei man auch sagen muss, wir haben ja gestern drüber gesprochen, also es wird sich einfach nichts ändern, wenn Glaber nicht 5-0 verliert,
dann wird sich für mich nichts ändern, dann werde ich auch nicht Erstplatzierter, also ich werde sehr wahrscheinlich auf dem zweiten Platz bleiben, denn Impel Down kann mich nicht einholen. Egal wie genau. hoch er gewinnt, das ist eigentlich echt komisch, aber ich find's cool. Meine Differenz ist tatsächlich relativ schlecht. Ich glaube, also jetzt habe ich eine von 6, müsste es sein. Ich glaube, ihr habt ja irgendwie 15 oder so, also. Ja, ich sollte jetzt 18 haben, glaube ich. Ja, kann sein. Ich habe Rekills gemacht, also ja. Irgendwie sowas. Jedenfalls, nichtsdestotrotz, hat Spaß gemacht. Ja. Und ich bin gespannt, wie es für uns alle noch so weitergeht. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Rückrunde. Danke nochmal, dass du dabei warst. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall eine positive Wertung da. Schaut bei Zoe vorbei, denn er hat das Ganze auch kommentiert. Genau. Und schaut auch bei allen anderen Teilnehmern vorbei, denn es geht hier um die Tabelle. Richtig. Leute, bis zum nächsten Spieltag und viel Erfolg noch. Ciao. Ciao.